BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der baden-württembergische Landesrechnungshof fordert, dass die Schuldenbremse zeitnah in die Landesverfassung aufgenommen wird. Damit habe der Bürger die Möglichkeit, die ordnungsgemäße Haushaltsführung durch die Landesregierung juristisch nachprüfen zu lassen. Ab 2020 muss das Land ohne neue Schulden auskommen. Der Rechnungshof spricht sich gleichzeitig aber auch dafür aus, dass es in Krisenzeiten die Möglichkeiten für neue Schulden gibt. Insgesamt konstatiert die Behörde in ihrer Denkschrift für 2016, dass das Land insgesamt stabil dasteht. Es gelte aber jetzt, das Land für schlechtere Zeiten wetterfest zu machen. Es war ein kleines Lob für den erst kürzlich geschiedenen sozialdemokratischen Finanzminister. Boomende Konjunktur und hohe Beschäftigung ließen die Steuereinnahmen 2015 kräftig sprudeln, Überschüsse von rund 1 Milliarde Euro. 2 Jahre in Folge blieb das Land ohne neue und damit bei 46 Milliarden Schulden und rund 350 Millionen Euro mehr soll es jährlich der aktuellen Steuerschätzung zufolge auch in den kommenden Jahren geben. Stabil sei die Lage aber trotzdem. Die Männer und Frauen des Landesrechnungshofs mahnen in ihrer aktuellen Denkschrift für 2016 auch für die kommende Legislatur zu äußerster Ausgabendisziplin. Wir haben ja Jahre der Haushaltskonsolidierung hinter uns. Aber Konsolidierung ist kein Selbstläufer. Einmal Erreichtes muss gesichert werden und für neue Herausforderungen müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Und die hielten sich als unkalkulierbare und nicht zu beeinflussende Risiken in mannigfachen Formen bereit. Das Land müsse sich in guten Zeiten für Einnahmeausfälle, Zinsrisiken und anderes wetterfest machen. Flüchtlingsproblematik, Brexit, Wirtschaftseinbruch in den Schwellenländern, die in den letzten Jahren die Weltwirtschaft der Motor dafür waren und aktuell eine heraufziehende Bankenkrise in Italien. Sorgen bereitet der Finanzverwaltung darüber hinaus auch die interne Entwicklung. Dass es seit 2013 mit den fixen Dauerkosten im Land entgegen der Planungen nicht abwärts, sondern aufwärts gehe. Wir haben jetzt im Kontext der Fortschreibung des Finanzplans, Stand Anfang 2016, eine neue strukturelle Deckungslücke von 2,8 Milliarden. Wir sind, was die strukturelle Konsolidierung anbelangt, also vor einer größeren Herausforderung wie zu Beginn der Maßnahmen 2013. Für den Landesrechnungshof ist deshalb klar, auch gerade in den besten Zeiten brauche es weiter einen klaren, einen gesetzlich vorgeschriebenen Konsolidierungskurs, der nicht nur als Grundsatz im Haushaltsrecht stehe. Um diesen Konsolidierungskurs auch abzusichern, ist es aus unserer Sicht notwendig, dass wir die Schuldenbremse, das Verbot der Neuverschuldung auch in die Landesverfassung aufnehmen. Eine solche gesetzliche Fixierung durch den Landtag, die dann durch die Bürger gerichtlich überprüfbar sei, schütze den Gesetzgeber vor sich selbst mit einer Ausnahme. Es soll in Ausnahmefällen, begründeten Ausnahmefällen, eine Schuldenaufnahme ermöglichen, aber sie muss dann in Folgejahren guter Einnahmen wieder ausgeglichen werden und dafür braucht es Regelungsmechanismen. Dass die grün-schwarze Landesregierung die Aufnahme der Schuldenbremse in die Landesverfassung generell wolle, so der Rechnungshof in seiner Denkschrift, sei zu würdigen. Ewig warten dürfe man jetzt aber nicht. Jetzt gleich, nach der Beschäftigung mit dem aktuellen Haushalt, sei dafür der richtige Zeitpunkt. In Leinfelden-Echterdingen hat am Sonntagnachmittag ein 53-Jähriger eine 25-jährige Frau mit einem Messer attackiert und sich danach selbst schwere Schnittverletzungen zugefügt. Beide erlagen wenig später ihren Verletzungen. Die Frau stammt aus Rumänien und war in einem nahegelegenen Bordell als Prostituierte beschäftigt. Der Täter ist ein 53-Jähriger aus Bad Mergentheim und war offensichtlich ein Kunde der Frau. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ersten Hinweisen zufolge dürfte es sich um eine Tat im persönlichen Bereich handeln. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich gegen eine rot-rot-grüne Koalition nach den kommenden Bundestagswahlen ausgesprochen. Die Linke lebe noch in den Zeiten abgeschlossener Nationalökonomien und bewege sich außenpolitisch im Niemandsland.
Für ein solches Linksbündnis hatten jüngst der Chef der Grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter und der Altgrüne Jürgen Trittin plädiert. Kretschmann empfiehlt seiner Partei hingegen eine Koalition mit der CDU. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Überall in Baden-Württemberg scheint morgen reichlich Sonne. Nur zwischen Albstadt und Reutlingen ziehen morgen auch ein paar Wölkchen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad auf dem Feldberg und 31 Grad in Mannheim. Die Vorhersagen für den Mittwoch sind genauso sonnig. Der Mittwoch wird der wärmste Tag der Woche. Bei Höchstwerten von 35 Grad in Heilbronn steht dem Land ein heißer Sommertag ins Haus. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen.